Recht herzlich willkommen zur 56. oder 57. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal hier reingeguckt, ne? Weizen, Gerste ist jetzt da. Produktion, Mehl ist auch am Laufen. An der Haltestelle stehen allerdings die LKWs, weil dort hinten die Großbäckerei schon genug Mehl hat, ne? Hier 120 jetzt wieder, 74 dauert halt. Und die produzieren noch. 170 ist auch noch nicht voll. Jetzt gucken wir mal gerade hier an der Haltestelle vorbei, aber da sind 101 Paletten. Das heißt, wir können da noch einen LKW draufsetzen, dass mehr wird, ne? Also mehr abgeholt wird. Produktion ist jetzt nicht ausgelastet sozusagen, aber wird schon werden. Backwaren, der LKW und das ist Backwaren Radolfzell. Gut, läuft. Ja. Dann sind wir damit beschäftigt, dass das da weiterläuft. Dann würde ich sagen, gucken wir mal hier rein. Und wir können erstmal in die Finanzen einmal wieder gucken. Wie sieht's aus? Ja, gut eigentlich. Was sagen die Monate? Da hatten wir mal zwei schwache und dann ist es jetzt aber wieder besser. Ja, läuft, ne? So, dann gucken wir mal hier. Gewinn haben wir ausgewählt. Ja, da müssten wir eigentlich zusehen, dass der auf dem Rückweg auch Paletten hätte. Dann wird er auch plus fahren. One-Way-Ticket läuft nicht. Wen haben wir hier? Okay, hier ist der innerstädtische. Ah, da oben können wir diese Linie erweitern. Warte mal, dann den zu. Die Liste lass auf. Das ausgewählt. Straße bauen. Müssen wir ja nur hier länger machen. Ich glaube, bis dahin, oder? Bushaltestelle hin. Falsche Stelle. Schade. Muss hier hin. Gut, dann Straße da lang gebaut. Ist jetzt, glaube ich, einer zu viel, aber auch egal. Passt. Und Bus fährt jetzt dann neue Strecke, also müssen wir die auch ändern. Gehen wir hier rüber, Linie ändern. Nach Sondershausen, Mittelsgebirg-Rathaus. Ja, können wir jetzt einfach hinten dran hängen, ne? Ne, können wir nicht. Der muss erst da eingefügt das Rathaus haben, ne? Von da nach da, nach da, nach da. Ja, so ist es richtig. Gut. Läuft da. Die Stadt wächst also. Hier wird sie aber auch bald sein. Dann werden wir da nämlich das auch noch machen müssen. Dann werden wir aber hier. Vielleicht sollten wir die Straße schon mal durchziehen. Ach, lass. Machen wir dann, wenn es soweit ist. Kostet nur Geld zwischenzeitlich. So, dann gucken wir mal weiter. Hier ist ein Bus unterwegs. Wie sieht's mit dem aus? Der ist voll besetzt. Das ist cool. Und hier fahren zwei rum. Warte, der Große ist doch auch der für unterwegs. Der fährt dem anderen jetzt hinterher. Da wird nicht viel drin sein. Ne? Ja, sieben Personen. Das bedeutet, den müssen wir gleich mal umdrehen. Aber dafür, weil das der Endort schon ist, muss der anders laufen. Der ist voll. Läuft auch gut. Wie ist die Abdeckung hier? Passt. Das bedeutet, den müssen wir gleich nochmal, wenn er bei Sondershausen ist, auf jeden Fall umdrehen lassen. Ich glaube, dann ist das so ungefähr die Mitte. Ne? Ja, wenn er wieder zurückfährt, passt das schon. Können aber gerade da oben gucken, ob wir da noch was basteln müssen. Hier ist noch nichts. Alles noch drinne. Und hier ist auch nichts. Gut. Okay, dann wieder zurück. Das ist der erste Bus und das ist der zweite. Den müssen wir dann wieder haben. Spulen gerade einmal vor, bis er hier irgendwo ist. Und dann drehen wir ihn um, ne? Ne, das war falsch. Nicht auf Linie sitzen. Sitzen da zwar 20 Leute drin, aber dann muss der nach Lauter fahren. Jetzt hat er umgedreht. Passt. Die 20 Leute sitzen da drin. Die brauchen jetzt halt länger. Müssen sie mal ertragen. Gut.
Hier wird es auch nicht lange dauern, dann kommt da irgendwo was hin, ne? Dann können wir die Bushaltestelle bauen. Gut, wenn wir dann dabei sind, dann würde ich sagen, gucken wir gerade die anderen Städte nach. Lauter, die vier haben wir geguckt, oder? Das war klar. Das ist auch, ja, da haben wir geguckt. Dann gehen wir hier rüber. Ja, hier gibt es nichts zu gucken. Alles im Maß. Hier unten haben wir noch zwar die Sehenswürdigkeit, aber die überlappt da ja. Dann gehen wir nach Hadexen. Hadexen ist abgedeckt und Adenau ist daneben. Ist auch abgedeckt. Bei Adenau wird sich's natürlich schwer gestalten mit dem Ausbreiten, weil hier Doppelgleise sind und so. Der springt ja nicht gerne über die Gleise, ne? So, mal gucken, ob wir das irgendwann mal hinkriegen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt hier durchbauen würde, die Linie, ob dann das hier weiter wachsen würde. Vielleicht hat er eine Erfahrungswerte und kann das mal schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal wusste oder so. Auf jeden Fall zurzeit weiß ich es nicht. Hier ist alles abgedeckt. Döbeln ist auch abgedeckt und Radolfzell hat zwar hier eine Straße außerhalb, bringt aber nichts, das anzuschließen. Da muss erst noch was wachsen. Gut, das ist erledigt dann. Städte sind gut abgedeckt. Das sind Busse. Ja, die fahren halt miese ein, ne? Das ist, weil sie irgendwo in so einen kleinen Ort nur abfahren, aber das ist momentan so. Ja. Warum fahren diese LKWs miese ein? Was mit dem? 12 Stück Gutpaletten. Der fährt die Eier durch die Gegend, ne? Nach Adenau. Ja, das liegt ein bisschen daran, dass der von da ganz hinten bis da mit einer Fuhre nur beladen fährt und zurück nix, ne? Was könnte der mitnehmen, ist die Frage. Da müsste man die Linie umgestalten eigentlich, ne? Man müsste die Eier hier hinfahren und auch notfalls weiter zum Markt fahren. Die Eier hin und her fahren, das immer. Und von der Großbäckerei die Backwaren dann zum Markt, weil dann würden ja auch die Eier mitkommen. Hier hinfahren. Und von hier fährt man zur Mühle, weil hier sind ja auch Paletten Mehl, die dann wieder da hinten hin müssen. Genau, das würde bedeuten, das müssen wir umbauen, damit es effektiver wird. Weniger Leerfahrten, in Anführungsstrichen, obwohl, ja, das Mehl wird dann irgendwann mitgenommen, ne? Aber wie man sieht, stehen hier auch LKWs, die jetzt gar nicht benutzt werden, ne? Gut, ich glaube, das machen wir mal. Dann machen wir mal einfach erstmal hier zu. Den machen wir jetzt auch gerade vorübergehend zu. Das können wir dann in der nächsten Folge wieder wahrscheinlich auch machen und basteln uns eine neue Linie. Und die neue Linie geht von hier. Habe ich neue Linie gedrückt? Nein, habe ich nicht. Wir müssen auch erstmal das Fahrmittel eingrenzen. Was ist denn hier los? Viermal das gleiche, vier Städten. Warum ist denn der doppelt da drin? Der ist leer, dann können wir die auch Linie löschen machen, ne? So, jetzt neue Linie und zwar von dort nach dort und von dort nach dort. Und dann wieder zurück zur Mühle, zur Großbäckerei. Passt. So, und da müssen dann Fahrzeuge drauf und die Linie müssen wir noch umbenennen. Das ist Bäcker, Markt, Mühle, Schuss. So, und die Fahrzeuge, die jetzt auf den anderen Linien leer sind, wenn die hier gleich wegkommen, das ist glaube einer, oder? Oh, jetzt haben wir irgendwo was eingefügt, weil wir noch nicht geschlossen haben. Löschen, löschen. Weiter. Ne, den habe ich jetzt nicht erwischt. Der fährt auch nicht da lang. Linie Backwaren. Zum Depot schickt den mal gerade. Obwohl das jetzt nicht das Richtige ist, aber dann holt er nicht was. Und dann kriegt er
Bäcker Marktmühle auferlegt. So, und dann als erstes, was gerade vor Ort ist, zur Großbäckerei. So, jetzt sind da natürlich welche. Ja, die kriege ich jetzt nicht mehr abgepackt. Eier, Radolf, ja, die Linie müssen wir dann ändern. So, das ist unser erster, der da fährt, und der ist auch vollgeladen. Das ist schon mal gut. So, der ist leer. Und der kriegt jetzt eine neue Linie. Wo ist denn jetzt Bäcker Marktmühle? Da. Und als erstes so Großbäckerei. Gut. Läuft. Jetzt müssten wir mal gerade gucken, welche kommen dann als erstes. Läuft die unter Mehl, ne? Oder Mehl? Diese vier, die werden wir jetzt umbauen. Bäcker Marktmühle. So. Der ist jetzt. Lass den weiterfahren. Fahrplan ändern. Bäcker Marktmühle. Der zu. Und der. Auch noch eine Fahrplanänderung. Bäcker Marktmühle. Fertig. So, und der ist jetzt wo? Den müssen wir nachher noch ändern. So, und dann haben wir hier Mühle Markt. Was bringt der? Bringen die durcheinander? Linie Mühle Markt. Wo fährt denn der jetzt lang gerade? Ah, warte mal. Der kommt von der Mühle da und bringt das Mehl nach da und das wird dann mitgenommen nach da oben, okay? Da haben wir schon so einen praktischen Fall, ne? Der bringt das nur hier hin und die leeren LKWs brachten das dann hoch. Gut, das müssen wir dann beobachten, wie voll die LKWs nachher sind, ne? Gut, und den müssen wir gleich noch ändern und dann ist die eine Linie schon leer. Und da oben müssen wir gucken, welche Linie das vom Eierhof ist. Vom Geflügelhof hier. Oh, sieht gut aus, ne? Linie Eier Adenau. Okay. Sind einfach zu viele, ne? Aber das sind nur die für die Eier. Das bedeutet, die Linie müssen wir ändern. Und zwar muss das von Adenauer Geflügelhof zur Großbäckerei. Das passt. Die sind richtig. Und dann haben wir die. Die brauchen wir nicht mehr. Die können erstmal alle ins Depot oder so, ne? Oder auf die andere Linie. Machen wir mal auf die andere Linie erstmal. Und das war Bäcker Marktmühle. Der fährt schon mal. Ist die Frage, wie viel wir da brauchen, ne? Der brachte jetzt die Eier von da nach da. Das fällt schon mal komplett weg. Ne, das war falsch, Backwaren.
Bäckerei Markmühle ist es. Den setzen wir auch mal drauf. Und die anderen hier, die fahren erstmal ins Depot. Der auch. Der auch. Der auch. Da oben ist schon einer angekommen im Depot. Der ist schon unterwegs. Der auch weg. Zum Depot. Der fährt, der fährt, der fährt, der fährt, der, die fahren alle. Gut, dann sind die alle unterwegs. Und hier dürften jetzt nur noch die LKW stehen, die Eier. Wieso sind hier zwei Einfahrten und nur eine wird genutzt? Da fehlt ein Schild, oder? Da fehlt ein Schild, ein Straßenschild. Ja, das ist das Problem, aber wenn ich das mache, dann will der da auch auswählen, ne? Oder? Müsste man also auch umbauen. Kann man das so machen? Und das Auswahlschild kommt hier hin. Und das ist Straße entfernen, ne? Okay. Dann müssen wir das aber wieder ergänzen, oder? Müssen wir nicht, könnten wir aber, ne? Mach mal hin. Und da müssen wir das Gleiche machen, ne? Auch dieses. Geht nicht, weil da jetzt Fahrzeuge stehen. Wunderbar, ne? So, die kommen alle jetzt gerade an, die ich losgeschickt habe. Jetzt müsste ich die alle wegschicken, ne? Weil der Bus steht jetzt auch schon in der Schlange, wie man sieht, das ist auch nicht gut. Lupe an. Der ist offen. Das ist der. Dann fahr du mal in die Richtung. Macht er auch. Fahrplan. Da lang bitte. Da lang bitte. Da lang bitte. Und der auch weg. Ja, also nochmal anklicken. Da lang bitte. Kostet zwar jetzt gerade eine Runde extra Geld, aber ist so. So, und dann da so machen und den wieder hin, aber keine Durchfahrt mehr. So, dann sollten die LKWs da auf jeden Fall besser beladen werden, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie weit das klappt, aber passt erstmal. Gut. So, da müssen wir natürlich beachten, dass da hier nicht irgendwo sich die Sachen stapeln oder irgendwas nicht läuft. Hier ist aber alles drinne. So, wir müssten hier reingucken, dann sehen wir, Paletten, Backwaren sind da nur. Die Eier sind jetzt nicht gerade gefragt. Ist jetzt aber auch nicht so spielentscheidend. Hier wird auf jeden Fall abgeholt. Der fährt mit voll Backwaren los, ne? Ist auch klar. Machen wir mal gerade einmal schneller. Jetzt kriegt er nichts mit, das ist die Leerfahrt und jetzt müsste er Mehl mitnehmen, wenn dann Mehl da wäre. Ist jetzt auch nicht gegeben. Gut, macht dann ein Stück mehr, aber am Ende könnte es sich rentieren.
Okay, dann würde ich aber auch eher sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.